In Griechenland sind an diesem Montag die von der Regierung angekündigten verschärften Covid-Regeln in Kraft getreten. Besonders problematisch sind diese für die Gastronomie. Die Innenbereiche von Restaurants dürfen nur noch vollständig Geimpfte und Genesene betreten. Der Besuch obliegt der Nachweispflicht. Vor allem die Überprüfung der Zertifikate durch die Restaurantbetreiber sorgt für Kopfzerbrechen und Unmut. Es wird schwierig sein, dies umzusetzen, weil dafür zwei Personen an der Tür benötigt werden. Das liegt daran, dass die Griechen so zahlreich zum Essen erscheinen. Sie kommen alle zur gleichen Zeit. Wir müssen diese Maßnahmen anwenden, aber es wird problematisch, weil es zu viele ungeimpfte Menschen in Griechenland gibt. Ein Großteil der Beschäftigten in Restaurants, Cafés und Bars ist bereits geimpft. Die bange Frage lautet, wie die Kundschaft auf die neue Impfpflicht für den Restaurantbesuch reagieren wird. Das wird sich auf jeden Fall finanziell auswirken. Es wird Einbußen geben, weil die Leute nicht mehr ausgehen und nicht mehr konsumieren werden. Obwohl ich geimpft bin, glaube ich, dass jeder das Recht hat, selbst zu entscheiden. Ich respektiere den Standpunkt eines jeden. Wenn jemand aus persönlichen Gründen nicht geimpft werden will, ist das akzeptabel. Ich denke, wir alle sollten das respektieren. Ungeimpfte Beschäftigte müssen einmal die Woche einen Negativtest vorlegen. Lehrerinnen, Schüler und Studierende sowie Beschäftigte im Tourismus-, Kultur- und Medienbereich sogar zweimal die Woche. Die neuen Regeln sind bis mindestens Ende März 2022 in Kraft. Am ersten Tag der Einführung saßen die meisten Menschen wie gewohnt beim Essen im Freien. Wegen des warmen Wetters, auch in den nächsten Wochen, kommt der Härtetest wohl erst im Winter, wenn Restaurantbesitzer die Kundenströme in den Innenräumen kontrollieren müssen und ausschließlich Geimpfte und Genesene einlassen dürfen.